Hallo ihr Lieben, ist Christian Schmeier, Patra-Proaktionscoach, Diplompsychologe. Schaut gerne mal in mein aktuelles Buch ein, Lang lebe die Liebe. Und so, ich war schon Rasenmähen heute Morgen. Und heute geht es um mal das Thema, wird man als Mann oder als Frau auch verlassen, wenn es zu langweilig ist. Also es stimmt alles, alles ist toll, aber es ist zu langweilig, ne? Das ist übrigens auch Thema in dem Buch hier über Langzeitbeziehungen, wie kann man seine Ehe antoxen. Also passt insofern auch ganz gut dazu. Ihr könnt auch noch einsteigen in Selbstliebe-Challenge, Drama-Challenge und Manifestations-Challenge. Alles in meiner Liebeship-App oder auf liebeship.de. Ja, heute habe ich mir mal, heute mal keine E-Mail, ich habe mir mal einen Fund rausgesucht aus Twitter. Also ihr könnt mir auch gerne irgendein Material finden, könnt ihr mir gerne schicken, auch das ist, dass ich reacten soll. Diesmal hier von Elite Maskulin. Ja, sehr interessanter Thread. Und zwar geht es um den Fußballspieler Kaká. Also ein brasilianischer Fußballspieler hat, weiß ich nicht, vor 7-8 Jahren seine Karriere beendet. Ich glaube, also Weltmeister, glaube ich. Vielleicht sogar Richtung Weltfußballer, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, ganz hoher Status, was auch immer wir davon halten von Status, aber auf jeden Fall hat er einen hohen Status. Und seine so Richtung, also ist auch schon ein bisschen her, Richtung Karriereende, oder nee, ich glaube 2014 schon oder so, gucke ich gerade nochmal. Also 2017 hat er seine Karriere beendet. Und dann doch deutlich früher, also so um 2010 gab es da die Trennung bei den beiden. Und Kaká hat eigentlich alles richtig gemacht. Also er hat seine Jugendfreundin geheiratet, nicht irgendwie, weiß ich nicht, vom Fußballplatz seine mitgenommen oder so. Oder keine Ahnung, was mir auch immer empfiehlt, Fußballspielern. Er ist streng katholisch, das heißt super, also nicht, dass es bei allen das heißt, aber super treuer Ehemann und zwei Kinder, also alles. Er sieht gut aus, sie sieht gut aus. Und und die Frau hat sich getrennt von ihm. Ich meine, es ist auch wieder, ich muss mal sowas immer so lachen, das ist ja überhaupt nicht lustig, aber die Welt ist einfach so verrückt, meine Güte. Genau, und was war der Grund, dass sie ihn verlassen hat? Also sie hat gesagt, er hat mich nie betrogen, er war einfach zu nett. Das war schon echt hart, ey, wirklich. Gut, gehen wir mal rein. Ja, also sieht auf jeden Fall ein hübsches Paar, kann man glaube ich sagen. Aber was, ich würde mich auch ein bisschen interessieren, was ihr dazu denkt. Also er hat natürlich ein bisschen so ein, sieht relativ nett aus auch, ne? Hat so ein bisschen so einen nice guy Look auch. Und da war natürlich schon so dieses Thema Polarität, was ja auch so ein bisschen mit, sagen wir mal, auch ein bisschen gefährlich wirkt und so zusammenhängt. Und trotzdem, ich mache jetzt mal ohne Sound, weil es gibt nur wieder Probleme mit der Monetarisierung. So, also ich schreibe, übersetze das hier mal. Also sie hat das Gefühl, irgendwas Wichtiges hat gefehlt. Er war zu perfekt. Könnt ihr euch in sowas reinversetzen? Das ist auch insofern interessant, dass, also jetzt könnte natürlich die Red Pillar wiederkommen. Ja, die Frau ist hypergam und die sucht den nichts Besseren. Das hat sie aber nicht gemacht. So, weil, meine, was findet man jemand Besseres als ein Weltfußballspieler? Also schwierig. Und das war so gar nicht so der Punkt. Ne? Also wie kann man sich das jetzt erklären? Wir können ja mal gucken, wie das jetzt in diesem Thread hier erklärt wird, ob das für uns irgendwie Sinn macht. Also sie wird geschrieben, also das ist das Schicksal von jedem perfekten Mann. Er wird betrogen und dann abgeschossen. Ist das so? Frage ich euch. Also was denkt ihr so dazu? Wäre auf jeden Fall schlecht, weil, also wenn das alle Männer so denken würden, warum soll man dann noch nett sein? Ne? Aber andererseits sagt die Forschung natürlich, es ist schon ein Punkt, den Frauen aussuchen, dass der Mann jetzt nicht evil ist, sage ich mal, nicht böse. Aber natürlich ist Polarität auch total wichtig, ne? Wenn er zu perfekt ist, macht es ihn langweilig. Und dann steht hier, denkt dran, Frauen sind immer dramatisch. So ein, wenn der Mann zu perfekt ist, dann gibt er ihr nicht das Drama, das sie sucht. So. Ja, was denkt ihr dazu?
Also was ich schon sagen würde, so nach der Hemschemeyer-Lehre, sag ich mal, würde ich schon sagen, Frauen suchen so die emotionale Achterbahn, also ich würde es nicht unbedingt sagen, jetzt so eine toxische Achterbahn, aber so eine, ich habe auch schon das Gefühl, dass in der weiblichen Polarität werden so die Emotionen exploriert und da möchte man natürlich die verschiedenen Emotionen gehen und vielleicht gucken deswegen Frauen auch gerne sowohl romantische Sachen als auch Serienkiller, Podcasts und was weiß ich, ne, ihr wisst, was ich meine. Wird ja viel von Traum geguckt. Und Männer suchen eher so die Entleerung. Also ich würde sagen, so ein Mensch in der männlichen Polarität, der sucht so dieses, also ich glaube, ein Mann genießt das sehr, wenn das so in jeder Hinsicht entleert ist. Und ja, also deswegen ist ja auch so, wenn Männer oft mit ihren Freunden treffen, das wird gar nicht viel geredet. Man guckt auf den See und angelt und genießt einfach so diese Leere. Das ist natürlich auch irgendwo spirituelle Leere ist, sage ich mal, keine wirkliche Leere, sondern dieses, ja, so also mit sich im Reinen sein. Es gibt, man muss gerade nichts tun, die Welt nicht retten, ich weiß nicht was, alles ist gut. Von daher ist das schon ein Aspekt der Polarität bei Frauen, dass die so, aber kann man es nicht auch gewährleisten mit spannenden Dates zum Beispiel, ne? Sagt die Forschung ja auch, das ist auch eine prima Sache. Dann schreibt sie hier, ja, das ist irgendwie langweilig, weil sie kann da mit ihren Freunden nicht drüber reden, was alles gerade kreuz und quer läuft in der Beziehung. Ja, wieder die Frage, was denkt ihr dazu? Dann das ist natürlich hier, das ist natürlich totaler Bullshit. Also Frauen sind Masochisten und ziehen ihre Pleasure aus Schmerz. Das ist natürlich totaler Blödsinn. So, dann diese, genau, hier wird auch wieder gesagt, ja, die Frauen fallen für die Christian Greys. Also das Christian Greys ist ja so der von 50 Shades of Grey, wenn man so will, so ein Narzisst, der so zum Guten bekehrt wird. Und genau, das wird dann hier gesagt, dass eben die netten Leute, die netten Männer zu wenig Drama generieren. Das kann man natürlich jetzt auch, kann sich das auch mit anderen Geschlechtskonstellationen denken natürlich. Das muss nicht immer so sein. Warum gehen Frauen sonst zurück zu ihrem toxischen Arschloch, wenn der Mann auch so nett ist? Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation. So, was haben wir noch? Gut, die taucht ja auch immer so auf bei solchen Sachen. Ja, hier, da in dem Rule wird gesagt, ein Mann ist eigentlich nur attraktiv, das ist gut, das würde ich, das ist da so eine Menge dran, denke ich, wenn er Alternativen hat, so, ne? Wenn er nicht ständig an der Frau klebt, wenn er auch andere haben könnte, sonst macht es ein Mann nicht interessant, so, ne? Gut, aber auch das, dafür muss man sich nicht zwingend trennen und der hat definitiv andere Optionen gehabt, ne? Also hier steht es auch nochmal, das ist auch lustig. So, dieser Typ war so ein Nice Guy. Und ja, ich bin über ihn hinausgewachsen. Wir haben den Spark verloren. Und genau, da wird auch wieder gesagt, ja, dann sucht sie eben nur Fuckboys. Und ja, und in den Kommentaren jetzt zu diesem Review wird dann halt gesagt, oh, wir Männer, wir sind alle, aber wir sind gefickt, wir können es eh nicht richtig machen. So. Naja, später in den Kommentaren wird dann noch gesagt, was ich auch eine ganz interessante Sache finde, dass es ja auch sein kann, dass sie einfach ihn nicht geliebt hat, ne? Dass sie vielleicht, auch wenn es eine Jugendliebe war, vielleicht ein bisschen Golddigger-mäßig war, und ihn einfach nicht genug geliebt hat und dann hat es irgendwann, ja, einfach nicht mehr gepasst, so, ne? Gut, also quasi auch, dass sie sozusagen schlechten Charakter hat. Aber dafür müsste man natürlich nicht zwingend zwei Kinder kriegen und so. Also, wie sehe ich das? Ich bin wirklich interessant in eurer Meinung. Also, ich denke schon, dass eine Beziehung zu ruhig werden kann, ne? Das ist auch, wie gesagt, Thema in meinem Buch. Es gibt ja auch die über- und die unteraktivierten Beziehungen, die in Paartherapie kommen. Die überaktivierten streiten zu viel. Die unteraktivierten ist es zu ruhig. Das gibt es definitiv. Und das ist gut für die Freundschaftsebene, aber wenn es zu ruhig ist, ist es eben nicht so gut für die sexuelle Ebene. Jetzt ist natürlich jede
Beziehungen hatten andere Schwerpunkte so, ne? Also das ist jetzt nicht, also und die Decke ist auch überall zu kurz. Also ich bin mittlerweile der Ansicht, dass es schwierig, also eine richtig stabile, ruhige Beziehung hinzukriegen, die, wo man dann noch jeden Tag 10-mal miteinander ins Bett hüpft, so, ne? Klar, wenn da wieder eine Krise ist, dann macht man es vielleicht. Weil eine Beziehung hat auch häufig so viel Sexualität, wie es sozusagen braucht, sie am Laufen zu halten, ne? So, wenn die ständig in Gefahr ist, die Beziehung, dann fährt unser Bindungssystem so hoch. Und dann, ja, dann denken wir halt, ja, jetzt Rambazamba, muss den Partner sichern. Das ist auch nicht bewusst, häufig so unbewusst. Und dann fährt das Bindungssystem hoch und dann fährt der Sexdrive hoch. Und deswegen, es gibt durchaus, das ist auch in meinem Buch gesagt, thematisiert die Möglichkeit, aber das ist halt eine sehr riskante Operation, sag ich mal, an der Beziehung, die Beziehung so bewusst in Gefahr zu bringen. Das kann man natürlich machen, so immer. Es ist möglich, ne? Du kannst. Heutzutage ist das ja auch viel akzeptierter, zum Beispiel so, ach, wir gucken uns auch mal andere Partner an oder wir öffnen die Ehe sogar womöglich. Und ja, du kannst da Drama reinholen und ja, kann gut sein, dass dann alles wieder interessanter wird. Aber unter Umständen, gut, das ist hier natürlich eh passiert, zerstörst du dann die Hauptbeziehung damit so, ne? Also sogar mit einer relativ hohen Gefahr, so würde ich sagen, ne? Von daher, letztlich wissen wir es natürlich nicht, aber es ist schon ein Aufruf, dieser Tweet, würde ich sagen, nicht zu People-Pleaser-mäßig, sage ich jetzt mal, also denk doch mal an meinen People-Pleaser-Kurs, der ist dafür wirklich ideal, denke ich, also mit People-Pleaser-Sachen aufzuräumen, dass du nicht zu angepasst, zu nett und nicht zu needy bist, weil das ist definitiv ein Abturner und auch, ja, auch ein berühmter Fußballspieler, ich kenne ihn jetzt nicht, könnte theoretisch needy sein in einer Beziehung, ne? So, oder es gibt tatsächlich einen zu nett in einer Beziehung. Ich glaube nicht, dass es einen zu, soll ich mal sagen, zu anständig gibt oder zu, weiß ich nicht, zu ehrlich. Also ich finde, es gibt schon so Tugenden, die sind immer gut, die müssen auch nicht zwingend abturnend sein, so, ne? Also ich glaube auch jemand, der ehrlich ist, kann voll in seiner Polarität sein. Mann, eine Frau, ne? Also das muss nicht so ein Manipulieren, Verarschen und ja, auch Manipulieren, Verarschen und Toxik kann irgendwie sehr spannend sein. Aber ja, letzten Endes muss das nicht sein, ne? Aber es ist schon, ich glaube, man muss schon gucken, dass man die Beziehung, klar, das darf mal schwanken und so, aber dass man sie interessant hält und das ist halt, bedarf halt ständiger Feinsteuerung, ne? Viele, wenn die im Beruf mit Kindern sehr engagiert sind, ja, dann lassen die alles, weiß ich nicht, wird nicht mehr so drauf geachtet, werden nicht keine coolen Dates mehr gemacht. Der war natürlich auch bestimmt viel weg und ich weiß nicht was so, ne? Und überhaupt Promi-Ehen ist ja letztlich auch eine, ist natürlich super, immer schwierig aufrechtzuerhalten, ne? Gibt viel Ablenkung und ich weiß nicht was. Aber du musst schon als Partner musst die Beziehung spannend halten. Und aber das ist auch aus meiner Sicht, kann das kein Aufruf sein. Also ich finde, vielleicht war er zu nett, aber nur weil er jetzt meinetwegen katholisch ist, sie nie betrogen hat, immer ehrlich war, ist er kein schlechter Mensch. Das muss man heutzutage schon sagen. Und finde ich, hat er alles richtig gemacht. Und wenn sie dazu nicht passt, ja, dann passt sie nicht dazu so. Dann muss er jemanden finden, der das wertzuschätzen weiß. Also ich finde Männer oder Frauen auch auf jeden Fall cool, die sagen, hey, ich habe ein klares Wertesystem und ich bin jetzt nicht bereit, nur damit du irgendwie dann verficktes Drama kriegst, hier irgendwie weiß ich nicht, unsere Beziehung in so einen toxischen Sumpf zu schütten, das mache ich nicht. Und wenn du das brauchst, dann hol dir das. Also, wie gesagt, nur weil ich bewundere immer Leute, die, weiß ich nicht, sehr erfolgreich sind und gleichzeitig sagen, hey, ich habe ein wertegeleitetes Leben. Also ich finde, da brauchen wir eigentlich mehr von. Und selbst wenn die Frau dann wegläuft, dann ist es eben so. Also ich finde, da also darauf dann Rücksicht zu nehmen, wenn man das Gefühl hat, mal wirklich alles getan, das macht auch keinen Sinn. Aber ich muss auch zugeben, und ich höre das auch von anderen Menschen und ich sehe das auch bei anderen Menschen, dass man denkt vielleicht so karmamäßig, wenn ich so nett bin und verträglich, dann wird das so belohnt, dass mich alle ganz toll finden. Das ist nicht so, ne? Also die Menschheit in der breiten Masse steht wirklich auf andere Typen Menschen, sag ich mal. So, ne? Wen verfolgen wir in Massenmedien, auf Social Media?
Wen verfolgen wir da? Warum ist Reality-TV so, ich meine, das nimmt zwar gerade rapide ab, aber warum ist Reality-TV lange Zeit so erfolgreich gewesen? Weil die Leute nur Scheiße bauen, einen Scheiß nach dem anderen, ne? Lügen, betrügen, ständiger Beziehungswechsel. Ja, also wir haben schon einen Anteil, deswegen ist diese Drama-Challenge auch so interessant, glaube ich, Anti-Drama-Challenge. Wir haben schon so ein Drama-Gehirn, wo man echt aufpassen muss, dass wir da nicht zu sehr nachleben, weil dann reißen wir alles in toxischen 3D-Sumpf rein irgendwie und kommen letztlich nicht weiter. Ne? Also insofern, das ist schon ein Problem in der Welt, dass das ist irgendwie auch schade, ne? Wenn man zu nennen, gibt ja so einen Spruch, nice guy, finishes last, also aber es ist auch ein Aufruf an die Frauen, gebt den netten Männern eine Chance, auch wenn sie Weltfußballer sind, schießt sie nicht einfach ab. Weil du, das vielleicht als letztes noch, dir fehlen vielleicht 10% Spannung. Und mich würde mal interessieren, wie sie das jetzt so 5 Jahre später sieht, weil 75% bereuen das so nach 5 Jahren, so eine Geschichten. Du suchst vielleicht die 10% und kippst die 90% aus dem Fenster, die vielleicht gestimmt haben. Aber vielleicht ist sie auch scheißegal und sie sagt, hey, ich wollte einfach noch 10 andere Typen durchnehmen und brauchte die Abwechslung. Das ist ja auch heutzutage, genau, das wollte ich auch noch sagen, dass Abwechslung so viel mehr wichtig genommen wird. Ne? Ich will das jetzt gar nicht werten. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt, was ihr dazu denkt. Also, genau, mal ein bisschen was anderes. Macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.